Partnergemeinden der Waldviertel Rallye 2016 in der Frühkante Maas. Und, man kann auch schon, das habe ich jetzt schon mal ausprobiert, die Vorderbeklagung, wie der große Überraschung. Dennoch, das ist ja auch erwähnt, dass wir sogar diverse russische Teilnehmer haben, aber auch einen Fahrer. Ja, hier ist die Petra, der Peter Hölzinger und die Petra C. Ja, die wollen jetzt in die Wintermonate den Privatpiloten scheinbar. Gut, ja. Ja, es ist richtig schön fliegen. Ja. Besser für das Flug. Ich habe ihn gefragt, ich habe kurz gedacht, in der Halle 10 Minuten. Und dann habe ich gesagt, gut, ganz und auch so schön, wenn die Hinterpiloten das sagen. Wir sind da die Spezialisten im Schleich. Das ist wahr. Schau! Jetzt sind nicht offen, wie ich denke. Also da gibt es ja schon seinen frischen Feuer, das ist richtig schön, während die Deutschinger hier seine Bühne ausspielt. Hat vorher auch lange passieren müssen, da hat er ein böses Unfall gehabt. Ah, schön gemacht, jawohl, Peter Hölzinger. War nicht gedenkt. Also das wäre denkbar knapp gewesen, ohne den Verbremser. Ja, wie gedenkt, der hält da schon mit. Thank you.
eigentlich nicht anhören können, wo sie stoppt. Die ist auf einer 8 Millimeter sehr. Ja. Da muss ich jetzt machen, das Grüß Gott, Herr Präsident, aber das ist ein Staatsgebiet. Das ist wohl immer. Da haben wir noch so einen Vogel. Ja, der Präsident. Bundespräsident schon vergangen ist. Ah, irgendwas hat er, genau. Wir haben zwar viele Präsidenten, aber Bundespräsident. Nächste Woche oder zwei? Übernächste Woche. 14. Dezember. Ja, wenn nicht, dann machen wir halt am 4. Dann haben wir noch, bis auch schon wurscht, Thank you.
Startnummer 53, Peter Oesinger, Peter Rasier. Ihr wisst ja, der obligatorische Rundumblick. Ja, aber, ui, da ist eine Kampfspur, da ist eine da versteckt er was. Ah, leichte Blessuren. Petra, was ist da passiert? Die Blessuren, zu nah am Strohballen dran einmal. Aber für diese Rallye ist unser Auto eigentlich perfekt noch beisammen, muss man sagen, oder? Hätte viel schlimmer kommen können, oder? Ja, viel, viel schlimmer. Wie war es mit dem Piloten, hat er sehr zu kämpfen gehabt mit dem Jetlag? Nein, das hat er gleich vergessen gehabt. Das war gleich, wir waren zu viel Adrenalin, das war alles erledigt. Schon mal schauen, wie es am Morgen geht. Okay, das werden wir dann morgen besprechen. Alles klar, Gratulation, ihr seid im Team. Peter Oesinger und Petra Seger, Mitsubishi Lenza Evo 10. Peter, Startnummer 62, eine der Lokalmatadore.